Und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Batman Arkham Origins. Und wie ich ja letztes Mal angekündigt hatte, gehen wir hier heute in der Bathöhle erstmal ganz kurz nochmal das Training machen, um uns ein paar Punkte zu sichern. Wir können diesmal sogar, wenn ihr unbedingt wollt, Deathstroke nehmen. Ach so, da müsste ich dann auch noch ganz neue Punkte für freispielen anscheinend. Ja? Ah, siehst du? Hier. Ah, okay, also Deathstroke hat seine eigenen Dinger komplett. Okay, ich verstehe. Was ist denn das hier? 1 Million. Nee. Nehmen wir schon einen Batman, dann nimm. Ah, machen wir den Deathstroke, machen wir ein anderes Mal. Was ist denn Benutzer definiert? Das Training. 25 bis hier lebenslänglich. Überschwemmung. Nee, das machen wir gerade nicht. Machen wir das Kampftraining lieber. Und ich würde ja gerne das Konterexperte nochmal ausprobieren. Um zu gucken, ob wir das vielleicht jetzt hinkriegen. Und danach, ja, probieren wir halt die anderen. Jetzt habe ich aber schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Das heißt, der erste Versuch wird wahrscheinlich kläglich sein. Genau, das ist nämlich alles mit. Bla 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 bla. Bla bla bla. Halte das gedrückt und entferne dich vom Gegner. Mit Nahkampfwaffen um. Okay. Probieren wir's. Ich bin mir fast sicher, wir schaffen es. So. Du weißt, wie das enden wird. So, haben wir abgeschlossen. Ich blitz dich auf. Ja. Yeah, den haben wir auch. Das war der. Na, ja, ich brauche jetzt noch den Doppelausschalten-Dings. Greif mit dem Bastard! Na, kommt. Ah, fuck it. Kämpf gefälligst her, verdammt! Nee, will ich nicht. Ah, Mann, ich muss hier irgendwie den. Irgendwie schaffen, dass jetzt zwei von denen auf einmal kommen. Wir polieren dir die Fresse! Ah, da hat er natürlich im richtigen Moment. Nein, will ich nicht. Ah, jetzt hat er sich das Messer geholt. Nein! Was soll das sein? Guck! Nee, will ich nicht. Oh Mann, komm schon. Ich muss die da irgendwie beide. Nein, 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 lass doch das Ding liegen! Na, fuck! Ah, jetzt habe ich halt das Ausschalten geschafft, aber den Doppelausschalten nicht, ne? Ja. Ja, wiederholen. Ja. Komm. Okay, also gedrückt halten und dann immer weiter nach hinten drücken. Alles klar, ich habe verstanden. So, das war jetzt. Na, komm her. So, jetzt habe ich zwei. So, ich. Yeah! So, jetzt haben wir das nämlich auch geschafft. So, schön, Junge. Alle drei geschafft. Und nochmal eine 12-fach-Kombo hingelegt. Super geil. Ich würde sagen, das sind schon mal ein paar Punkte für uns wieder. Weiter.
Dann probieren wir jetzt noch ein, zwei Stück aus oder so. Hier, ich würde sagen, die beiden noch. Ne, dann ist das eigentlich gut. Und dann machen wir beim nächsten Mal die beiden oder die vier. Gucken wir mal. Maximiere deine Kombos, indem du... Okay, alles klar. Wir müssen halt, was? Umhang betäuben. Drücke und betäube bis zu drei Gegner vor Batman, okay? Mit Hilfe der Gruppen. Okay. Führe einen Betäubungsschlag aus, indem du einem Gegner nach einer Betäubung mehr Schläge versetzt. Ja, genau, den kenne ich. Wenn du Niederschläge verführst, wird der Gegner K.O. geschlagen. Ja, ich weiß. Gepanzerte Gegner. Gepanzerte Gegner werden normal... Wären normale Schläge ab. Alles klar. Okay, den glaube ich, kriege ich schnell ein. Hoffe ich. Gucken wir mal. Sind Punkte. Also erstmal muss ich irgendwie schaffen, dass jetzt mehrere von denen auf einen... Auf einem... Achso, ich sollte einfach nur... Nee, das will ich nicht. So, den... Nein, nicht den! Ah, fuck! Ja, kann ich schon neu starten. Kann man das neu starten? Neu starten. Alle Medaillen, die du während dieser Herausforderung... Ja, ja, ist okay. Ah, fuck, ey. Oh, das Ausschalten bei dem Falschen benutzt. Ja, mach. Niederschlag-Experte. Also ich sollte nicht drei Gegner auf einmal niederschlagen. So, der kommt, den kriegen wir auch. Bang. Was war das jetzt? Nein! Ah, ich bin so doof, ey. Ich bin auch echt. Ja, toll. Welchen habe ich nicht geschafft? Für drei Betäubungsschläge. Habe ich doch. Nicht? Habe ich doch. Ich habe doch so buff, buff, buff gemacht und dann ist er umgefallen. Führe drei Betäubungsschläge aus. Führe einen Betäubungsschlag aus, indem du deinen Gegner nach einer Umhangbetäubung mehrere Schläge versetzt. Wenn du den Gegner vollständig ausführst, wird der Gegner K.O. geschlagen. Okay. Habe ich das selber nicht gemacht? Ich habe das doch gemacht. Okay, also anscheinend war das gerade nicht vollkommen. Ah, Mann, Alter. Du bist sowas von tot. Warum? Ich hab doch da das. Guck mal, ich hab. Was mache ich denn gerade? Ich betäub die doch. Hab ich die nicht betäubt? Du kommst hier nie durch. Muss aus dem Rauch. Ich hab nicht mal einen von den Sachen bekommen. Warum nicht? Ich hab die doch betäubt auch. Ich hab. Was? Und dann hab ich den Betäubungsschlag gemacht. Ich hab den betäubt und dann hab ich ihm in die Fresse gehauen. Wo ist. Hä? So. Greift ihn doch nicht einzeln an! Ja. Erledige
Ja, das ist wunderschön auf jeden Fall. So, und das war jetzt aber auch nicht der... Da, siehst du, das ist... Das ist doch einfach mal nicht so, wie ich das... Da, das ist falsch, Mann. Nee, doch nicht. Hä? Aber ich hab doch... Oh Gott. Okay, das ist vollkommen blödsinnig, weil ich genau dasselbe die ganze Zeit auch gemacht habe. Welcome to Game Bug Village. Also, I don't know what is happened, aber das ist genau dasselbe, was ich sonst auch gemacht habe. Okay. Probieren wir jetzt die anderen Sachen. What is that? Setz die Steuerung oder Schnellfunktionstasten ein. Alles klar, Mari. Was soll ich machen? Drücke zweimal schnell 2, um die schnell Batclaw zu aktivieren. Drücke dann während des anderen Batclaw-Schlag auszuführen. Ja, ich weiß. Drücke das und die Leertaste, um einen Angriff. Ja, okay, das kann ich. Tippe zweimal schnell die 1. Ah, okay. Was? Nein. Was? Was? Nein. Ich will weitermachen. Da. Was ist das überhaupt? So, den haben wir. Ich kann's nicht glauben. Ah, Mann, ey. Da zum Beispiel jetzt, ich hab doch da jetzt gerade. Aber ich hab doch. So. Ich hab ja nur ein paar Mal, 80 Mal den Batarang benutzt und dann irgendwann erst krieg ich ihn beim 6. Mal. Alles klar, gut, weiß ich Bescheid, dankeschön. Blödsinniger Scheißdreck, echt. So. Einen mache ich noch. Mach ich noch einen? Komm, dann mach ich noch einen. Dann haben wir knapp eine Folge mit Training verbracht. Gegenangriff, Doppelangriff, Kombo-Angriffskette. Komm, okay. Klingt ganz gut. Wir kriegen bestimmt noch ein Level dafür dann. Also ein Level gut gemacht. Der Kampfkünstler kann deine Angriffe kontern. Sei bereit, diese Angriffe... Einen 8-flachen Multiplikator durch den. Was? Der Kampfkünstler kann deinen Angriff kontern. Kombo-Multiplikator. Drücke zweimal. Aha. Ich habe keine Ahnung, aber naja, das kennt man ja nicht anders. Ach so. Mann!
Echt? Jetzt habe ich da alle platt gemacht. Was natürlich nicht so geplant war. Nicht komplett zumindest. Welche habe ich denn jetzt erledigt und welche nicht? Kontere den Doppelangriff eines Kampfes. Ah, okay. Da. Ladezeiten sind auch unerheblich. Total lang und so, aber ist ja egal. Ja, komm, mach. Wie viele Kampfkünstler sind da denn bei? Ja, weil ich... Ach Gott, Alter. Ich bin so geil, ey. Kann ich schon wieder knicken? Ja, das ist einfach. Ich mach das neu. Entschuldigung, aber ich muss das neu machen. Das ist ja so. Der Halsen. Timing und so, ne? Also nach einigen. Boah, wie lange habe ich jetzt eigentlich nicht mehr gespielt? Bestimmt 2 Wochen. Schon eine Weile lang her. Da zum Beispiel, warum konnte ich das gerade nicht abwehren? Ja, genau. Stopft ihm das Maul! Es ist zum Kotzen. Ah, jetzt habe ich sie ja alle. So, puh, irgendwie doch geschafft. So, lass es aber, dann lassen wir es jetzt damit auch gut sein. Wir haben die bekommen und ich hoffe, da haben wir jetzt auch Punkte für bekommen. Ordentlich was. Also wir haben jetzt drei Stück haben wir gemacht, ne? 3 Herausforderungen. Welche gibt es denn noch? Es gibt noch die gepanzerte Vollstrecker, Ultra-Umhang-Betäubung, okay, das kennen wir. Sofortige Panzerentfernung, sagt mir gerade nichts, weiß ich nicht mehr. Vollstrecker zunutze machen. Ach, das ist so ein Typen hinten auf den Rücken springen und dann, okay. Niederschlag, Schockhandschuh, okay, Schockhandschuh, Dingensbums, okay. Gegen Experte, gegen Venom-Abhängige, auch nicht schlecht. Taktik gegen große Gruppen, okay. Und was wir sonst noch haben. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall 15 von 36 Punkten. Finde ich ganz gut. Ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Pünktchen dafür bekommen. Wäre ja ganz nett eigentlich. So ein Level wird da drin sein, oder? Ey, komm, wir haben jetzt 3 so komplette Herausforderungen bestanden. 50.000 EP, kannst du mal gucken. Hui. Keine... Echt? Sonst nichts dafür bekommen? Hätte jetzt eigentlich gedacht, da gibt es wenigstens mal ein Dings für. So, wo sollen wir denn hin? Finde das Signal von Banes Peilsender. Finde das Signal von Banes Peilsender. Da können wir das eigentlich machen, ne? Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch eine Menge noch zu tun. Wir können doch... Black Mask Drogenlager, genau. Wir könnten das nämlich machen. Wir können... Die Leichenhalle, ja, das wäre eigentlich ein Abwasch fast. Wenn wir uns hier absetzen lassen, können wir dieses Drogenlager hier hinten zerstören. Vielleicht sogar jetzt die Kästchen hier holen. Dann gehen wir dahin. Können wir hier fast ein ganzes Stück abarbeiten. Ich glaube, so machen wir das auch. So, fliegen wir also da mal eben hin. Bruce, ich kann Sie nicht guten Gewissens gehen lassen. Warum nicht? Sie sind diesen Killern unterlegen und... Ach Quatsch. Sie sind kein harter Ordnungshüter. Sie sind ein junger Mann mit einem Fonds und zu viel Zorn. Sie sind dem nicht gewachsen und ich will nicht, dass Sie deshalb sterben. Werde ich nicht. Alfred, wen siehst du, wenn du mich ansiehst?
Den Jungen, dessen Schuhe du jeden Morgen gebunden hast? Den Teenager vor seinem ersten Date? Wer du nachts hier bist, denn ich da draußen. Das Einzige zwischen den Unschuldigen das und den Raubtieren. Sein. Nein, nicht mag sein. Es ist, wenn der Räuber oder Dieb zweimal nachdenkt, das ist Angst. Das ist, was ich bin. Deswegen kamen die Killer. Weil ich der Grund bin, dass sich die Kriminellen auf die Morgendämmerung freuen. Also nein, Alfred, ich bin dem gewachsen. Das wird nicht mein Ende sein, aber ihres ganz bestimmt. Da ist jemand von seiner Mission, sag ich mal, überzeugt. Und das ist auch etwas, was in den ganzen, naja, Batman Comics, in der Animated Series zum Beispiel und sogar dann auch später noch in verschiedenen Fortsetzungen, zum Beispiel wie Young Justice oder auch. Ich weiß, dass das nicht geht. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. In der Tat. Sir, es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Ich hoffe, Sie verstehen. Es war nur, weil... Schon gut. Ich verstehe. Ja. Naja, also auf jeden Fall auch, das ist genau auch natürlich das, was Batman auch immer dann ausgemacht hat, beziehungsweise was auch sehr oft in der animierten Serie, wie ich gerade sagen wollte, und Young Justice und sogar in Batman of the Future vorgekommen ist. 8, genau. Warte. Nee, so wollte ich das eigentlich nicht machen. Wie muss ich das denn machen am besten? Eigentlich... Ne, halt, ich gehe erstmal runter. Dieses Rätsel werde ich am besten lösen können damit, dass ich... Ich schätze... Warte mal, ich muss auf dieses Seil, um mich darauf fallen zu lassen, und auf das und darunter. Also muss ich da zuerst hin. Mich jetzt auch beeilen. Ach nee, Quatsch. Ah, siehst du, scheiße. So, da. Nee, doch, das wäre doch. Ja, nice.